Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel. Eine Stadt für sich mit über 1400 Häftlingen. Darunter, von anderen Gefangenen getrennt, 38 Männer, die ihre Strafe abgesessen haben, die aber nicht freikommen, weil sie weiterhin als gefährlich gelten. Eingesperrt sind sie auf mehreren Etagen. In einer extra Abteilung für Sicherungsverwahrte. Uhr. Morgenaufschluss. Erstmals ist es einem Fernsehteam möglich, hier eine Woche lang hinter die Kulissen zu schauen. Nachdem die Bundesrepublik wegen der Sicherungsverwahrung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gerügt wurde. Nur innerhalb der Station können sich die Männer tagsüber frei bewegen. So Klaus Witt, ein ehemaliger Geldräuber, der in den 90er Jahren wegen seines Trickreichtums Schlagzeilen machte. Wir sind zu dritt gewesen, haben uns als Polizeibeamte ausgegeben, sind mit einem Haftbefehl und Durchsuchungsbefehl beim Drogendealer in eine Wohnung eingeflogen und haben ihm Drogen und Geld weggenommen und natürlich gefesselt. Und der Drogendealer sitzt heute im Haus 6. Der falsche Kommissar sitzt nach mehreren Vorstrafen insgesamt rund zweimal lebenslänglich hinter Gittern. Die letzten 7 Jahre in Sicherungsverwahrung. Meine Haftzeit beträgt, weil ich hinter Gittern verbracht habe, über 30 Jahre. Für die Taten, die ich begangen habe, ist das also angemessen. Ich bin mehrmals wegen Raub verurteilt, bin Wiederholungstäter. Ich wusste also, wenn ich nochmal wegen so einem Delikt vor Gericht erscheine, muss ich damit rechnen, Sicherungsverwahrung zu bekommen. Für das, was ich getan habe, habe ich ja noch bezahlt. Jahrelang weggeschlossen, obwohl die Strafe längst verbüßt ist. Zwecksvorbeugung. Zur Vermeidung möglicher künftiger Straftaten. Nicht nur Mörder oder Sexualstraftäter kann das treffen. Auch Betrüger sitzen in Sicherungsverwahrung. Ehemalige Serieneinbrecher, Trickdiebe oder Heiratsschwindler wie dieser Mann. Also auch Ex-Täter, die weder getötet noch körperlich misshandelt haben. Was auch für Geldräuber Witt gilt. Ich habe bei all meinen Sachen, die ich gemacht habe, nie jemand verletzt. Nie jemand verletzt. Da ist nie jemand körperlich zu Schaden gekommen. Eine Äußerung, die wir in Witzakten bestätigt finden. Dennoch bleibt er vorsorglich weggesperrt. Untergebracht sind Sicherungsverwahrte wie Strafgefangene in den gleichen 8 Quadratmeter großen Zellen. Obwohl sie laut Gesetz besser gestellt sein sollen, weil sie ihre Strafe ja schon abgesessen haben. Tatsächlich gibt es nur kleine Vorteile, so die Erlaubnis, einen Spielcomputer zu besitzen. Schon die Unterbringung rügt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, weil die Verwahrung so einer Strafe nach der Strafe gleichkommt. Besonders deutlich wird das in Tegel dort, wo Häftlinge und Verwahrte nur durch Gitter getrennt sind. Die Sicherungsverwahrten haben zwar einen Schlüssel für die Tür, damit sie sich vor den Strafgefangenen zurückziehen können. Dennoch sieht sich Mario B. durch die Nachbarschaft sogar benachteiligt, weil er, wie er sagt, täglich sieht, dass es Strafgefangenen besser gehe. Ich habe im Grunde meine Strafe bezahlt, während die Strafgefangenen ihre Strafe noch am Bezahlen sind. Aber dann werden sie entlassen. Die haben eine Perspektive. Deren Tage sind gezählt. Die wissen, wann sie nach Hause gehen. Bei mir fehlen Perspektiven. Bei sämtlichen Sicherungsverwahrten. Das ist schon belastend. Strafe plus X. Der Preis dafür, dass die Gesellschaft nach meist mehreren Vorstrafen vor den Männern geschützt sein will. Doch manchmal steht die Sicherungsverwahrung in keinem Verhältnis mehr zur ursprünglichen Strafe. So bei Wolfgang W., zu DDR-Zeiten wegen versuchten Mordes verurteilt, später wegen gefährlicher Körperverletzung bei einem Saufgelage. Obwohl er laut Urteil dem Opfer half und selbst den Krankenwagen rief. Rund 2,5 Jahre Haft hat er längst verbüßt. Fast 4-mal so lang sitzt er mittlerweile in Sicherungsverwahrung. Fast 10 Jahre. Als sogenannter Altfall müsste er nach den Maßstäben des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte demnächst entlassen werden, falls deutsche Gerichte folgen. Die Sicherungsverwahrung ist für mich eine Todesstrafe. Die Strafzeit, das sehe ich ein. Aber dass er danach so lange vollstreckt wird, wo sich überhaupt niemand um uns kümmert hier oder irgendwas hier ist überhaupt nicht passiert. Und wenn das jetzt nicht gekommen wäre vom Europäischen Gerichtshof, dann man hätte hier gesessen bis zum Tode. Die Politik wählte stets den populären Weg.
Obwohl die Zahl schwerer Straftaten gleich blieb, wurden mehrmals die Gesetze verschärft. Bis hin zur nachträglichen und zur unbefristeten Sicherungsverwahrung. Folge, so der Chef der Justizvollzugsanstalt Tegel, immer mehr und immer ältere Verwahrte, mit denen die JVA überfordert ist. Schief gelaufen ist in den letzten Jahren eine ganze Menge. Wir hatten eine Veränderung der Gesetze und dies hat dazu geführt, dass wir vor 10 Jahren 10 Menschen in dieser Situation hier bei uns in der Anstalt hatten. Heute haben wir 38 und 52, bei denen diese Maßnahme vornotiert ist. Und die Konsequenz ist, dass die Menschen als große Gruppe zusammenleben in einer Situation negativer Beeinflussung. Und ich glaube, alleine diese Situation von Perspektiv und Hoffnungslosigkeit entspricht nicht unseren Vorstellungen von Menschenwürde. Wir können in so einer Situation nicht ohne darüber nachzudenken weitermachen. Auch er gilt laut psychiatrischem Gutachten als gefährlich. Klaus A., 77 Jahre alt, insgesamt knapp 40 Jahre hinter Gitter. Bis Anfang der 90er Jahre hatte er mehrmals Partnerinnen vergewaltigt und gewürgt. Für ihn Sexspiel, doch vor dem Gesetz Mordversuch. Die letzte Strafe hat Klaus A. vor 9 Jahren abgesessen. Seither ist er in Sicherungsverwahrung, obwohl er zu einem Rückfall körperlich gar nicht mehr fähig ist, wie er behauptet. Ich habe gar keine Lust mehr für Sex, überhaupt nichts mehr. Auch mit Frauen nicht. Vielleicht platonisch, oder wie man das dann nennt. Aber sonst kein Interesse mehr, nichts mehr. Ich kann ja auch gar nicht mehr. Ich kann ja gar nicht mehr. Weil es nicht mehr geht. Verurteilungen gründen auf Beweisen, im Zweifel für den Angeklagten. Jahrelange Sicherungsverwahrung hingegen beruht auf gutachterlichen Prognosen. Ich habe schon so überlegt, also man bräuchte keinen Gutachter, ich könnte doch zum Hellseher gehen. Man wartet dass irgendwann mal die Glaskugel so für den Gutachter leuchtet, dass er entscheidet, du kannst gehen. Offenbar gehen Gutachter lieber auf Nummer sicher. Laut seriösen Studien kommen auf jeden tatsächlichen Rückfalltäter, vor dem die Gesellschaft zu Recht geschützt werden muss, bis zu 10 Sicherungsverwahrte, die zu Unrecht als gefährlich eingestuft sind. Gutachter stehen unter Druck, ebenso Richter, die letztendlich entscheiden, wie auch Sozialarbeiter und Therapeuten der JVA. Wer möchte schon verantwortlich sein, falls ein Täter draußen rückfällig wird? Also die Vorstellung, die ist schon für jeden Therapeuten ein Riesendruck und macht viel Angst. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man womöglich dann vor die Öffentlichkeit treten muss und rechtfertigen muss, was ist gelaufen, was ist nicht gelaufen, sie hätten wissen müssen, das und das ist nicht gesehen worden, das ist immens und führt sicher in Einzelfällen auch dazu, dass man sich restriktiver verhält, als es eigentlich sein müsste. Ja, aber wir dürfen auch die Augen nicht davor verschließen, dass es gefährliche Täter gibt, wo wir einen Grund haben, sie nicht einfach vor die Tür zu schicken. Buchbinderei. Hier arbeiten Sicherungsverwahrte neben Strafgefangenen. Arbeit gilt als wichtiger Schritt zur Resozialisierung. Und auch monotone Arbeit bringt einen kleinen Verdienst. So für den ehemaligen Trickdieb Marwan E. Bei einem Raubzug hatte er eine 75-Jährige zu Boden geschubst und in einem anderen Fall einer Seniorin auf die Hand geschlagen. Seit 3 Jahren sitzt er nun in Sicherungsverwahrung. Wäre ich ein Mörder? Okay. Wäre ich ein Kinderschänder? Okay. Sollen Sie mich für immer wegsperren? Hallo. Ich habe Straftaten begangen, das ist schlimm genug. Okay, ich habe alte Leute beklaut, ja, ist richtig. Aber um meine Sucht zu finanzieren, mehr nicht. Ich bin spielsüchtig. Ich bin seit 11 Jahren drinnen. In diesen 11 Jahren hätten Sie mit mir nicht arbeiten können? Aber solange Sie spielsüchtig sind, bleiben Sie dann nicht gefährlich? Doch, doch. Ich gebe ja zu. Aber diese Gefahr, was Sie sagen, oder diese Gefahr, was von mir ausgeht, die kann man bekämpfen. Wären mir, dann sie mir eine Therapie geben. Über Jahre bemühte sich Marwan E. um Therapie. Doch Behandlungsplätze sind hinter Gittern knapp. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bemängelt generell mangelnde psychologische Betreuung für Sicherungsverwahrte in Deutschland. Denn Arbeit allein schafft keine Resozialisierung.
Sie ändert auch wenig an der prognostizierten Gefährlichkeit. Mangelnde Hilfe beklagt auch Frank R., der nach jahrelanger Strafhaft wegen eines Sexualdelikts demnächst die Sicherungsverwahrung antreten muss. Ich mache zum Beispiel eine chemische Kastration seit knapp 4 Jahren. Und Unterstützung habe ich erst erhalten, jetzt vor kurzem, nach langem Kampf mit Petitionsausschuss. Ihr heult immer alle rum, ihr armen SVer, ihr armen Sexualstraftäter. Alles Augenwischerei, was ihr euch hier von den Leuten erzählen lasst hier. Unsere armen Sexualstraftäter, dass ich nicht lache. Ich meine, dann geht mein anderen Vollzug. Da müsst ihr filmen. Da wissen sie, wie es abgeht. Da würden dann so eine Leute, wo sie nicht aus die Zelle trauen. Und hier, hier werden sie geschützt, kriegen nur alle den Arsch geschoben. Ich habe meine Triebkrankheit erkannt und habe dagegen zu 100% meine Leistung erbracht, denke ich, indem ich mich chemisch kastriert lassen habe. Und ein größeres Opfer kann man ja nicht bringen. Ja, dann fängt er an, mit dem Stock dann rumzupopeln. Dann macht er nicht mehr mit seinen Ding hin und her, weil er taub ist. Im Kopf hat er da trotzdem drin. Warum sind Sie in Sicherungsverwahrung? Ich habe sie nachträglich gekriegt. Wofür? Warum? Für Totschlag. Der Hauptteil der täglichen Resozialisierungsarbeit liegt weniger bei studierten Sozialarbeitern oder Therapeuten, sondern bei Justizbeamten des mittleren Dienstes. Schichtbeginn für Wolfgang Fischke, in der Freizeit Karate-Trainer, ehemals Kämpfer in der Deutschlandauswahl. Doch mehr als auf körperliche Kraft vertraut Fischke auf sein Fingerspitzengefühl. Wir hatten heute keine Ladespiegel bekommen, die sind heute nicht geliefert worden. Post ist nicht mehr viel, ist schon alles rausgegeben. Da hat der wieder ein bisschen Terz gemacht, aber das kannst du in der Meldung lesen. Ja, hast du ja einen Feierabend verdient. Ja, bis dann. Ciao, einen Feierabend. Ciao. Ansonsten ist natürlich die Übergabe mal sehr wichtig für Besonderheiten. Psychische Auffälligkeiten, die hier öfters mal vorkommen, Querelen untereinander. Wenn sowas denn nicht weitergegeben wird, dann kann es schon sehr extrem werden. Inwiefern? Zwistigkeiten, wenn man Streit ist zwischen zwei SVern, was nicht selten ist. Ein mulmiges Gefühl? Die kenne ich über 20 Jahre. Von daher kann ich sie sehr, sehr gut einschätzen. Und das ist immer noch so die letzte Hemmschwelle, einen Beamten nicht nur verbal anzugreifen, sondern auch tätlich. Das ist sehr selten. Jürgen, du hast Besuch. Wir versuchen, mit dem 69-jährigen Jürgen B. zu sprechen, einem ehemaligen Sexualstraftäter, der 3 Menschenleben auf dem Gewissen hat. Insgesamt 40 Jahre sitzt er hinter Gittern. Stets unter Einfluss von Medikamenten meide er jeglichen Kontakt, sagen Gefangene. Auch mit uns möchte er nicht sprechen. Ja, das ist natürlich ein Paradebeispiel an Resignation. Der Mann kommt sowieso nicht raus, also hat schon resigniert, sehr zurückgezogen. Es ist auch schwer, an ihn ranzukommen, also auch für uns. Und wir probieren natürlich immer wieder auf die Leute einzuwirken, gerade weil es gewisse Sachen anbelangt, Hygiene, körperliche Pflege, aber da ist es schon sehr schwer. Ich befinde mich jetzt 6 Jahre auf dieser Station hier und in diesen 6 Jahren habe ich ihn noch nie duschen sehen. Und wenn Sie sich die Zelle betrachten, die Matratze oder so, er ist körperlich ja nicht mehr in der Lage. Nicht nur, dass sie nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen, Sportgruppen etc. oder Freistunde, nicht mal das kommt zum Trauen. Doch plötzlich, der 69-Jährige außerhalb seiner Zelle, um Medikamente zu holen. Nach Jahrzehnten hinter Gittern soll Jürgen B. an diesem Tage erstmals unter Bewachung ausgeführt werden. Denn auch er müsste nach den Maßstäben der europäischen Richter demnächst entlassen werden. Nur Minuten später wird er zurückgebracht. Beim Verlassen der Krankenstation war er zusammengebrochen. Seinen Betreuer überrascht das nicht. Heute hätte er eigentlich eine Ausführung gehabt und vielleicht hat er auch ein bisschen bei dem Gedanken ein bisschen Angst vor dieser Situation, vor dieser neuen Situation, weil er ja seit einer sehr, sehr langen Zeit jetzt das erste Mal wieder vor die Türen der Anstalt geht. Dieser Sicherungsverwahrte kaum noch fähig zu einem Leben draußen. Hingegen ist bei anderen auch nach 40 Jahren hinter Gittern der Freiheitswille ungebrochen. Neben dem Foto der Enkeltochter, wie auf einem Altar, gebrauchte Fahrscheine. Mehrmals wurde der 77-jährige Klaus A. in Begleitung für einige Stunden ausgeführt.
ja, wir gehen dann Eis essen, mein Enkelchen, meine Tochter. Dann gehen wir noch einkaufen. Jetzt sagst du, Opa, ist das schön. Wann kommst du nur endlich raus? Ich sage ja bald, ich kriege noch einen Beschluss, sage ich bald. Jetzt rufe ich nachher wieder an. Ne? Jetzt sagst du, Opa, kommst du denn noch bis Weihnachten? Na, ich weiß, es ist noch kein Zimmer, sage ich. Ich habe mit Zimmer. Wir haben noch kein Zimmer in Seniorenheim und so. Man. So fragte ich jedes Mal. Die Sicherungsverwahrung wird mehr und mehr zum Altersheim, klagt der Chef der JVA. Die Gefängnisleitung stellt es zunehmend vor Probleme, über 70-Jährige resozialisieren zu wollen. Da ist ja nochmal ein neues Gutachten in Auftrag gegeben worden, habe ich gehört. Ja. Auch noch neue Straftaten passieren können. Ja, mit 77 Jahren neue Straftaten, da kann ich aber lachen. Mensch, wo soll das denn? Das ist doch, also meiner Ansicht nach ist das Willkür. Herr Adam, da können Sie sagen, was Sie wollen, das ist Willkür. Das ist Willkür. Was man mit mir macht, das ist Willkür. Ob der 77-Jährige trotz schwindender Muskeln überhaupt noch zu einer Gewalttat fähig ist, soll ein weiteres Gutachten klären. 9 Jahre, nachdem er seine Strafe abgesessen hat. Derweil neue Hoffnung für Trickdieb Marwan E. Der Spielsüchtige bekommt nun einen der raren Therapieplätze. Nach 11 Jahren hinter Gittern ist er vorgemerkt für die sozialtherapeutische Anstalt, kurz SOTA. Er muss umziehen. Froh bin ich schon, dass ich eine Therapie begehen kann. Aber ob das diese richtige Therapie ist in der SOTA, weiß ich nicht, weil das sind keine Fachleute, die mit sowas sich auskennen. Ich habe ein Spielsuchtproblem und kein Verhaltensproblem. Darum geht's mir. Das ist die Sexualdelikte und sowas, okay. Aber das betrifft mich ja nicht. Was habe ich davon, dass mir nicht geholfen wird? Ich will ja nicht wieder rückfällig werden. Ich will hier raus, zu meinen Eltern, zu meiner Familie. Ich möchte noch meinen Sohn erleben. Was soll ich in diesem SOTA? Das ist für mich sinnlos, um ehrlich zu sein. Und warum machen Sie es trotzdem? Ja, muss ich. Um denen zu zeigen oder um mir zu beweisen, dass ich daran arbeite, an meinem Problem. Hinter einer Spielsucht, so Experten, stehen meist weitere Probleme, die therapiert werden müssen. Derweil Unruhe auf dem Flur. Das gibt's doch nicht. Und hier wieder keiner. Das Büro der Justizbediensteten verschlossen. Ja, jetzt müsste ich telefonieren hier. Jetzt kann ich nicht telefonieren, leider mit meiner Verteidigung. Eigentlich müsste eine Aufsicht in der Station sein. Das Problem ist, dass hier keine adäquate Betreuung stattfindet, wie Sie sehen. Was soll ich machen? Keiner da. Häufige Abwesenheit der Betreuer in Tegel, das bemängelte auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Und dann stehe ich besonders bei der Hitze jetzt unter Strom, weil ich gleich unter Verschluss muss. 38 als hochgefährlich eingestufte Männer, nun zwar eingesperrt, aber ohne Aufsicht. Während der einzige Gruppenbetreuer zeitweilig andernorts Wachdienst schieben muss. Warum war hier keine Betreuung? Wahrscheinlich meint er die letzte Dreiviertelstunde. Na, das war eben eine außerplanmäßige Aktion, da musste ich noch mal kurz auf den Turm. War nicht so geplant, war sonst wäre ich hier auf Station, aber... Was hast du denn für einen anderen Dienst eingespannt worden? Für eine andere Sache, ja. Für einen anderen Dienst, ja. Genau. Wie kann das sein? Warum wird das personell, wir haben ja nicht mehr den großen Fundus an Personal wie vor 10 Jahren. Also von daher müssen wir jetzt natürlich auf andere Stationen mal einspringen. So viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Ist das denn gut? Natürlich nicht gut, aber danach fragt niemand. Letztendlich läuft so. Personaleinsparung auf Kosten von Betreuung und Resozialisierung, letztendlich auf Kosten der Sicherheit der Bevölkerung. Noch einmal sieht Wolfgang Pischke bei Ex-Trickdieb Marwan E. nach dem Rechten. Fast alle Kisten für den Umzug in die sozialtherapeutische Anstalt sind gepackt. Für den ehemaligen Trickdieb sind es die vorerst letzten Stunden in der Sicherungsverwahrungsstation. Warum Sie ein bisschen was mitzunehmen, ne? Ja. Ich hab noch ein bisschen. Ist leer. Ist alles leer? Ist alles auch schon leer? Nee, der ist noch voll, der ist noch voll. Und Kartons haben Sie noch? Ja, ich hab noch genug Kartons. Gut. Ansonsten bringen Sie alle nochmal auf den neuesten Stand. Ich hoffe. Nochmal sauber machen, aber haben Sie immer gemacht. Ja. Haben wir keine Probleme. Okay. Gut, alles Gute. Ich danke Ihnen, Herr Pischke. Vielen Dank. In der Sozialtherapie. Ich hoffe, dass es mir was bringt.
Hoffen wir auch. Bis zum nächsten Mal. Schönen Feierabend. Ja. Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss. Wir sagen wir zum nächsten Mal. Ist das freundlich augenzwinkernd gemeint oder ist das Erfahrung? Die meisten kommen wieder. Also es ist eigentlich selten, dass aus der Sozialtherapie entlassen werden. Nahezu alle sind wiedergekommen. Und wie verändert die das? Also ich persönlich merke nicht allzu viel. 2 Jahre Sozialtherapie stehen bevor. Damit die Chance, irgendwann in Freiheit zu kommen. Während die Chancen auf baldige Entlassung bei Klaus A. nunmehr schwinden. Der 77-Jährige, der vor Jahrzehnten Partnerinnen beim Sex gewürgt hatte, wurde mittlerweile von einem Allgemeinmediziner begutachtet. Und der hält den Rentner noch immer für körperlich fähig zu Gewalttaten. Herr A. wäre bezogen auf seine Fähigkeit zur Kraftentfaltung in den Armen und Händen in der Lage, ein ihm körperlich unterlegenes Opfer in ähnlicher Weise wie bei der Anlasstat zu würgen und etwa durch Einsetzen auch seines Körpergewichts zusätzlich Gewalt gegen den Hals auszuüben. Meint, theoretisch könnte der 51 Kilo schwere Rentner Opfer gefährden, die noch schwächer sind als er. Also muss er wohl weiter in Sicherungsverwahrung bleiben. Tags darauf. Der spielsüchtige Marwan E. zieht um und verlädt, was sich in 11 Jahren hinter Gittern auf 8 Quadratmetern ansammelte. Wo bist du? Haus 4. Kaum 100 Meter sind es quer über das JVA-Gelände. Zu der für sich abgeschlossenen sozialtherapeutischen Anstalt. Hier werden besonders Rückfallgefährdete von Psychologen behandelt. Vor allem Sexualstraftäter in Strafhaft sitzen hier, bisweilen auch Sicherungsverwahrte. Der Gruppenleiter bringt Marwan E. in die Zelle, in der er während der ersten 6 Monate zunächst beobachtet werden soll. Ja, das ist relativ klein, eine Personenschätzung. Über die wir hier mal Informationsblatt. Hier steht das Zelle jetzt? Das ist Ihre Zelle, jawohl. Bitte sehr. Und das ist hier das Zelleninventar. Ja. Da haben Sie hier drauf ein Bücherleister. Da haben wir ein Regal, ein großes Regal, ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett und 2 Schränke haben Sie hier. Ja. Hier richten Sie sich erstmal ein und danach gucken wir, was drin bleiben kann und was nicht drin bleiben kann. Ja. Mindestens 2 Jahre in der Sozialtherapie stehen ihm bevor. Therapeuten werden versuchen, Ursachen für die Straffälligkeit von Marwan E. zu ergründen und versuchen, diese zu behandeln. Meist ist das kein Zuckerschlecken für Patienten, wenn sie mit den dunkelsten Seiten ihrer Psyche konfrontiert werden. Neben Sozialarbeitern und Vollzugsbeamten kümmern sich nun auch Psychotherapeuten wie Gabriele Schulte-Sasse. Wir sind bei uns angekommen. Ja. Wir kennen uns vom ersten Aufnahmegespräch. Ja. Und Sie wissen ja, Sie werden einige Monate hier bei uns erstmal warten müssen. Mhm. Sie richten sich hier ein bisschen provisorisch ein. Ja. Wir werden dann, oder meine Kollegin wahrscheinlich, wird dann mit Ihnen die Gespräche führen. Mhm. Wenn ich das so sehe, ja, haben Sie weiß. Viel mitgebracht und werden sich von einigen ja, trennen müssen. Das weiß ich. Ja, auf Wiedersehen. Ich danke Ihnen. Auch hier ist Personal knapp. Nur eine Therapiestunde wöchentlich ist die Regel. Für eine effektive Behandlung zu wenig, sagen Experten. Manchmal sehen wir noch viel mehr, als vorher zu sehen war im Vollzugsalltag. Deswegen ist Psychotherapie auch ein zweischneidiges Schwert für Inhaftierte, was viele scheuen. Weil ganz klar die Angst ist, was kommt noch alles zutage. Derweil beginnt in den Gefangenenwerkstätten die Mittagspause. Einer darf heute sogar die Haftanstalt verlassen. Für immerhin 6 Stunden. Ex-Geldräuber Witt bereitet sich auf eine Ausführung vor. Gibt es da noch mal eine extra Rasur für so einen Tag? Ja, natürlich. Natürlich. Auch oben wurde noch mal rasiert. Sie kommen von, das ist Müll hier drin. Müll. Geistermüll, Dreck. Geruch, Gestank, alles, was dazukommt, was der Knast beinhaltet, das kriegt ein Außenstehender so in der Form nicht mit. Und davon kann man mal ein paar Stunden abschalten, richtig abschalten. 2 Beamte begleiten den Sicherungsverwahrten. Geld? Für Witt die 12. Ausführung. Die Beamten in Zivil und fast unbewaffnet. Wir beide haben eine Handfessel, so in diesem Fall völlig ausreichend.
Nee, nicht. Ansonsten sind wir beide dabei und passen natürlich beide auf. Und wir bekommen vorne am Tor noch ein Diensttelefon. Bewaffnet mit Regenschirm und Diensttelefon begleiten die Beamten den ehemaligen falschen Kommissar. Auch wenn für Witt kein Entlassungsdatum absehbar ist, versucht die Vollzugsanstalt, ihn auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten. Dazu wurde sie per Gerichtsbeschluss sogar verpflichtet, um das spätere Rückfallrisiko zu verringern. Nach zuletzt über einem Jahrzehnt hinter Gittern soll der Sicherungsverwahrte draußen Kontakte knüpfen. Ein soziales Netz, das ihn nach einer möglichen Freilassung auffangen kann. Inkognito geht es Richtung Berlin-Mitte, zur straffälligen Hilfe der Stadtmission. Auch wenn sich Witt entschlossen und selbstbewusst gibt, wird er Unterstützung brauchen. Sie müssen wieder lernen, U-Bahn fahren alleine, Sie müssen wieder lernen, einkaufen zu gehen, Sie müssen lernen, Automaten zu bedienen und. Die ganze Palette. Sie müssen erst einmal zum Arbeitsamt. Das Arbeitsamt schickt Sie zum Jobcenter. Dann müssen Sie zur Krankenkasse. Ja? Sie müssen die ganzen Anträge ausfüllen. Ja, das wird schwierig. Und wissen Sie, die Jobcenter haben nicht umsonst da also solche Sicherheitsleute rumstehen. Ja? Weil die genau wissen, wie oft da jemand abgeht, nicht? Der also diesen Frust nicht aushält. Also wenn die 11 Jahre sich in einer JVA bewegen, teilweise auf einer Sicherungsverwahrtenstation, ohne dass irgendwelche Vorkommnisse waren, die Anlass dazu geben könnten, zu Gewalt ausbrechen oder so, wenn sie das geschafft haben, ich glaube, dann überstehen sie auch so ein Arbeitsamt. Ich kann Ihnen nur sagen, 15 Jahre jetzt in diesem Business haben mich anders gelehrt. Der Schritt in die Freiheit womöglich schwieriger, als sich Witt das vorstellt. Dabei ist er, im Gegensatz zu manchen psychisch auffälligen Sicherungsverwahrten, geistig fit und stabil. Im Gespräch mit den Betreuern erfahren wir, was kaum ein Verantwortlicher vor der Kamera zugibt. Wir sind schon manchmal schon der Meinung, dass manches Verhalten von manchen Leuten eben nicht rechtfertigt, bei uns zu sein, sondern eben woanders untergebracht zu werden. Oftmals fragen wir uns, ob wir nicht lieber einen weißen, ob die Leute mit einem weißen Kittel machen sollten, die Arbeit. Die brauchen eben diese Behandlung auch. Und die ist denen nicht so gegeben, wie es vielleicht sein müsste. Es wird zu wenig getan. Es wird zu wenig getan. Und es ist alles wahrscheinlich schon eine finanzielle Sache. Wegsperren für immer? Für Politiker ein bequemer Weg. Zudem populär und billiger als Resozialisierung und Therapie. Doch nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte muss die Politik den Spagat schaffen zwischen dem notwendigen Schutz der Allgemeinheit und den Menschenrechten der Gefangenen. Ich bin der Meinung, ich habe genug bezahlt. Ich habe über 30 Jahre meines Lebens in Haft gesessen für das, was ich getan habe. Und irgendwann muss mal Schluss sein. Man muss mir zubilden, auch im Alter, dass ich mich eventuell geändert habe und dass ich noch eine Chance verdient habe. Und ich möchte zumindest nicht im Knast sterben. Ich will draußen sterben.